Wissen und zeigen euch, wie die reichsten Jugendlichen und junge Erwachsene der Ich glaube, das ist noch interessant. Lass das noch angucken. Der Welt privat leben. Bitte nicht zu was Stylers. Beginnen wir unsere Liste mit Bobby Messner. Moin, der Bobby. Der 25-Jährige ist nicht nur YouTuber, er ist vor allem der Sohn von Unternehmer Tom Messner, dem Gründer des SAE-Instituts. Was ist das? Einer Akademie für zukünftige Musikproduzenten und Toningenieure. Sein Vermögen wird auf 1 Milliarde Dollar geschätzt. Und Ehre. Von dem Geld profitiert vor allem sein Sohn Bobby. Denn obwohl der 25-Jährige selbst von einer Karriere als Filmemacher träumt, lebt er noch immer von dem Geld seines Vaters. Und das offenbar sehr gut. Denn dem jungen Australier steht nicht nur ein 7 Millionen Dollar teures Townhouse in London zur Verfügung. Krank. Sein Vater besitzt auch eine Villa in Saint-Tropez, ein riesiges Anwesen in L.A. Würdet ihr, wenn ihr richtig reich wärt, würdet ihr eure Kinder auch so mit dem ganzen Geld machen lassen, was sie möchten? Oder ich glaube, bei Bill Gates ist das so, ne? Will Bill Gates nicht sogar seinen Kindern von dem Erbe nichts abgeben? Also so nach dem Motto, weil die halt was Eigenes auf die Beine stellen sollen? Ich weiß nicht ganz. Weil das ist immer die Gefahr, dass die so abgehoben werden irgendwie, ne? Von dem ganzen Geld und sich nicht selber so weiterentwickeln, glaube ich. Wenn die sich nur darauf verlassen. Ich glaube, du brauchst diesen Ansporn, im Leben klarzukommen. Die kriegen nur irgendwie 1%, aber sind ja trotzdem dann steinreich, oder? Wenn du von Bill Gates irgendwie pro Monat 1% nur abbekommst, bist du ja trotzdem reich. Ein Apartment in Monaco und ein Privatjet für 50 Millionen Dollar. Und diesen Luxus genießt Messner auch in vollen Zügen. Er feiert regelmäßig ausschweifende Partys auf Ibiza oder in Las Vegas und fliegt mit seinen Freunden im Privatjet um den Globus. Und das übrigens auch während einer weltweiten Pandemie. Denn obwohl die meisten Menschen im letzten Jahr gezwungen waren, ihre Zeit zu Hause zu verbringen oder sogar schwere Verluste hinnehmen mussten, verbrachte der 25-Jährige mit viel Geld ist einfach was auf die Beine zu stellen. Find's aber gut, wenn man von selbst. Ja, es ist also, aber du musst es ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Du kannst natürlich sagen, es ist im Prinzip ist es einfacher, was auf die Beine zu stellen, aber es ist auch schwieriger, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, weil du es dir erlauben kannst zu scheitern. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Existenzangst ist auch ein viel krasserer Antrieb als Sicherheit. Wow. That was deep, son. Seine Zeit in Saint-Tropez. Dort lebte er ein Leben im absoluten Luxus. Er feierte extravagante Partys in den Beachclubs, hing mit seinen Freunden auf der Yacht seines Vaters ab und kümmerte sich auch nicht um Abstandsregeln. Zu allem Überfluss protzte er auf YouTube auch noch mit seinem Lifestyle, was ihm verständlicherweise viel Kritik einbrachte. Trotzdem lässt sich Messner davon nicht beirren. Und obwohl er angeblich schon 2 Monate in einem japanischen Gefängnis saß, weil er illegale Substanzen im Gepäck hatte, lebt er weiterhin auf der Überholspur. Im krassen Gegensatz dazu steht allerdings der Lifestyle eines anderen Jungen mit milliardenschweren Vater. Denn auch der 17-jährige Kronprinz Moulay Hassan von Marokko wurde mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Das Vermögen der Familie beläuft sich auf etwa 5,7 Milliarden Dollar. Doch anstatt mit diesem Reichtum zu protzen, erfüllt der Jugendliche schon jetzt viele repräsentative Posten. Er ist sich der Verantwortung bewusst und vertritt seinen Vater bei offiziellen Staatsempfängen souverän. Aber Ehrenmann, natürlich oder? Muss auch der 17-jährige Kronprinz nicht auf Luxus verzichten. So reist er zu Staatsbesuchen ganz standesgemäß mit seiner Gulfstream G650. Digga, was ist denn das für ein Start? Natürlich muss auch der 17-jährige Kronprinz nicht auf Luxus verzichten. Digga, er geht ja. Ist das real? Das geht ja 90 Grad in die Luft. Hä? Der zu Staatsbesuchen ganz standesgemäß mit seiner Gulfstream G650 im Wert. Gulfstream 650? Das war der Winkel? So, den Start haben wir nur für die Werbezwecke benutzt. Das ist für mich persönlich. Kronprinz nicht auf Look. Für mich persönlich ist es wirklich Abturner, sowas, Alter. So da würde ich da. Denkst, so da hätte ich ja Todesangst.
Arztbesuchen ganz standes. Okay, also es ist doch nur ein ganz normales Flugzeug. Gemäß mit seiner Gulfstream G650 im Wert von 67 Millionen Dollar um die Welt. Und damit ihm dabei nicht... Einfach fast ein Zehntel des gesamten Vermögens. Passiert, ist der Jet mit einem israelischen Raketenabwehrsystem im Wert von ganzen 20 Millionen Dollar ausgestattet. Auch im Familienurlaub verzichtet die Familie nicht auf Luxus. Und daher anschneiden, bitte. Reise auf die griechische Insel Skiathos im Juli 2000. Das ist so krass, Thomas. 2019 mieteten sie eine Luxusjacht namens Serenity, die pro Woche 550.000 Euro kostete. Was? Kommen wir nun zu einem... Digga, what? Da kannst du doch gleich eine kaufen. Ein Mann, der innerhalb von nur 5 Jahren ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufgebaut hat. Die Rede ist von dem indischen Milliardär Ritesh Agarwal, dem Gründer von Oyo, einer der größten Hotelketten der Welt. Kennt ihr Oyo? Agarwals Privatleben ist zwar kaum etwas bekannt, doch sein Werdegang ist extrem beeindruckend. Deswegen wollen wir ihn euch auch nicht vorenthalten. Der heute 27-Jährige wurde... 27, Chat, erst 3 Jahre älter als ich. Nämlich in einer kleinen Stadt in Ostindien geboren und wuchs dort in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit 18 hatte er keinen Job und verließ die Uni in Delhi aufgrund von schlechten Noten. Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn als er sich aus Versehen aus seiner Wohnung aussperrte, musste er sich mit gerade einmal 50 Cent in der Tasche ein Hotelzimmer suchen. An diesem Punkt nahm sein Leben eine 180-Grad-Wendung, denn sein Zimmer war alles andere als komfortabel. Die Laken waren dreckig, er hatte keinen Strom und kein Wasser und daran wollte er etwas ändern. Was er übrigens auch tat. Gemeinsam mit dem Hotelbesitzer renovierte er das Gebäude und stellte es auf einer eigenen Website online. Das Hotel... Woher hatte er das Geld? ...wurde so gut angenommen, dass er sein Konzept auch auf andere Herbergen übertrug. Was denn für ein Konzept? Mit gerade einmal 19 Jahren gründete er dann die Hotelkette Oyo und war mit 24 Jahren bereits Milliardär. Heute besitzt er unfassbare 46.000 Hotels auf der ganzen Welt und hat 350.000 Menschen einen neuen Job gegeben. Trotzdem lebt Agarwal noch immer relativ bescheiden und pflegt eine gute Beziehung zu seinen Angestellten. So veranstaltet er Quizrunden mit seinen Mitarbeitern und stellt ihnen Freizeitangebote zur Verfügung. Der Milliardär legt auch keinen Wert auf Luxusgegenstände und besitzt bis heute keinen Führerschein. Deswegen hat er auch noch nicht mal ein eigenes Auto. Weiter geht's mit Kylie Jenner. Obwohl das Forbes Magazine sie letztes Jahr erst wieder von der Liste der Milliardäre gestrichen hatte, dürfte sie in diesem Jahr die Milliarde tatsächlich geknackt haben. Denn alleine im Krisenjahr 2000... Aber die Forbes, ne? Also woher finden die das denn immer raus? Sind das einfach so Schätzungen oder was? Also so auf den Cent genau können die das doch gar nicht wissen, oder? Oder bekommen die so Insider-Tipps? 20 hat Jenna so gut verdient wie kein anderer Promi. Satte 590 Millionen Dollar soll die Schwester von Kim Kardashian eingenommen haben. Kein Wunder also, dass sich die 23-Jährige von ihrem Vermögen 23. jede Menge Luxus gönnt. So ist sie erst im letzten Jahr in ihr neues 36 Millionen Dollar das Video habe ich Anwesen gesehen, glaube ich, in L.A. gezogen. Das fast 1800 Quadratmeter groß. Ich schwöre, wenn ich sowas immer sehe, dann will ich immer über die Dächer laufen, wisst ihr, was ich meine? Das ist so typisch so Hollywood-Film, so hier rausklettern, weil der Dieb irgendwie da in dem Zimmer ist und dann hier hochklettern irgendwie und abhauen. Anwesen im Nobelstadtteil Holmy Hills bewohnt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Stormy. Es verfügt über 7 Schlafzimmer und ganze 14 Bäder. In der Mitte der Megavilla befindet sich zudem ein riesiger Pool mit jeder Menge Platz zum Sonnen sowie und einem Autokino. Auch ihr Kleiderschrank, der gleich mehrere Räume einnimmt, hält jede Menge Luxus bereit. Allein ihre umfassende Handtaschensammlung mit seltenen Sonderstücken von Chanel, Hermes, Louis Vuitton und Fendi soll insgesamt unglaubliche 1 Million Dollar wert sein. So eine Party, auch wenn die Selfmade-Milliardärin zur Arbeit fährt, was hat sie stets die Qual der Wahl. Sie
Selfmade-Milliardärin. Besitzt einen riesigen 14 Millionen Dollar teuren Fuhrpark mit einem Bugatti Chiron im Wert von 3 Millionen Schon Dollar, mies. Einem orangefarbenen Lamborghini Aventador und sogar einen seltenen 1,5 Millionen Dollar teuren LaFerrari Aperta. Keine Ahnung, Henrik. Und während normale Menschen im letzten Jahr vermutlich meistens zu Hause blieben, reiste Kylie 2020 mit ihrer Familie. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, Chad. Was hat denn Kylie Jenner gemacht? Kylie Jenner Business. Unternehmerin. Arbeitet zusammen mit der Schwester Kendall mit der Bekleidungsmarke Paxton zusammen, entwickelt eine Bekleidungslinie namens Kendall und Kylie. 2000 brachte Jenner ihr Kosmetik namens Kylie Lip Kits auf den Markt, die im folgenden Jahr in Kylie Cosmetics umbenannt wurde. Und das ist so erfolgreich? Kylie Cosmetics. Also, ich kenne die vom Namen her so, ne, aber... Ich dachte, Orte der Welt. Ja, nee, da führten sogar in ihrem eigenen rosafarbenen Privatjet für unglaubliche 72 Millionen Dollar. Auch immer teurer. Kommen wir als nächstes zu Rashid Belhassa. Rashid, der Junge. 19-Jährige ist nicht nur erfolgreicher YouTuber und eine Social-Media-Persönlichkeit mit mehreren Millionen Followern, sondern auch der Sohn von Scheich Ahmed Belhassa, der Geschäfts... Ey, ich weiß, krasse Bildungslücke jetzt, aber wann wird man Scheich? Ist es so ein Familiennachfolger-Ding wie Monarch in Deutschland? Oder wird man Scheich ab einem gewissen Kontostand? Jetzt komplett unironisch, ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte es auch googeln, wenn ihr es nicht wisst, google ich es sofort. Man aus Dubai soll fast 4 Milliarden Dollar schwer sein und ermöglicht seinem Sohn ein Leben im absoluten Luxus. Money Kicks, wie er sich auf Instagram und Money YouTube Kicks. Nennt, lebt auch noch immer im Luxusanwesen seiner Eltern auf Palm Island in Dubai. Doch das Anwesen ist nicht einfach nur eine... What? Okay, das ist heftig, Digga. Also das ist ja wirklich, das ist ja... Das ist ja nicht mehr ein Hotel, das ist ja eine, das ist ein Village. Eine extrem extravagante Villa. Stattdessen hat Scheich Ahmed Belhassa dort einen riesigen Zoo anlegen lassen mit über 140 verschiedenen Tieren, darunter Tiger, Löwen und Affen. Und obwohl der Zoo eigentlich privat ist, bekommt Rashid hier immer wieder Besuch von prominenten Persönlichkeiten wie Mariah Carey, Boxlegende Floyd Mayweather oder Fußballstar Paul Pogba. Und auch der Kleiderschrank des 19-Jährigen ist alles andere als gewöhnlich. Ah, okay, angeblich Thomas, okay. Soll alleine seine unfassbare Sneaker-Sammlung 1 Million Tiere zum Spaß sein ist einfach ein No-Go. Also wie bei Haustieren, meinst du? Dollar wert sein. Und seine Luxusschuhe bewahrt er natürlich nicht einfach in einem Schrank auf. Stattdessen hat er ein ganzes Zimmer herrichten lassen, in denen er seine Schuhe standesgemäß präsentiert. Das absolute Highlight sind allerdings seine Autos. Rashid bekam zum Beispiel zum 16. Geburtstag einen Ferrari F12 Berlinetta geschenkt, den er auffällig mit einem Louis Vuitton und Supreme Print folieren ließ. Und obwohl er den Wagen nie selbst offiziell fahren durfte, weil auch in Dubai das Fahren auf öffentlichen Straßen erst ab 18 erlaubt ist, ist der Wagen mittlerweile schon nicht mehr aktuell. Stattdessen bekam er zum 18. Geburtstag einen Rolls-Royce geschenkt, den er dann in Dior-Optik folieren ließ. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Junge, 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 okay, krass. Ja, Chat, was habt ihr so gemacht, als ihr 18 wart? Welt ist verrückt, Chat. Die Welt ist verrückt.